Hallo, meine Lieben, und ein herzliches Willkommen bei Ni no Kuni 2. Wir stehen mal wieder vor Marthas Haus. Zuletzt haben wir ja ihre Wunderbürste gesucht, damit sie ihren Topf reinigen kann und wenn der Topf sauber ist, sie zu uns in unser schönes Königreich ziehen kann. Da sind wir aber auf eine etwas seltsame Wissenschaftlerin geraten, die uns in einen Traumraum gejagt hat und wir sollen irgendwie neun Traumräume durchjagen, damit die mit uns da weiterarbeitet. Einen haben wir das letzte Mal jetzt geschafft. Mal schauen, ich meine, wir brauchen ja dafür auch Schlüssel oder brauchen wir nur diesen einen Schlüssel für alle Traumräume? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Jetzt gehen wir erstmal zu Martha. Du übergibst die Wunderbürste. Vielen Dank, damit wird der Gnuffpott blitzblank. So gibt's wieder viele neue muntere Gnuffis. Alles klar, meine Kleinen, ihr passt in meiner Abwesenheit auf das Haus auf, ja? Dann breche ich mal wie versprochen in dein Königreich auf, Even. Yay! Gnuffi-Mama. Tante Martha folgt dir nach Minneapolis. Donnerwetter, das ist dein Schloss? Da hast du dir ja ein schönes Plätzchen ausgesucht, mein Junge. Freut mich, dass es dir gefällt, Tante Martha, und vielen Dank nochmal, dass du uns hilfst. Aber mit Vergnügen. Ich glaube, hier wird es mir gefallen. Yes. Vergiss nicht, wenn du Tante Martha eine Aufgabe zuteilen willst, befiehl dies von deinem Thron aus mit der Order Königreich aufbauen. Dann will ich allen mal Hallöchen sagen gehen. Wenn du eine Aufgabe für mich hast, lass es mich wissen, ja? Na. Es gibt da noch was anderes, was wir besprechen müssen. Wenn du etwas Zeit entbehren kannst, sag mir Bescheid. Ja, verstanden. Okay, ich werde jetzt die Martha erstmal in die Knuffi-Küche jagen. Oh, da hat sich auch schon wieder einiges angesammelt. Sehr schön. So, da haben wir jetzt die Tante Martha. Sorgt mit breit gefächertem Wissen für zusätzliche Expertise in der Gnuffi-Küche. So. Talent zuweisen. Martha. So, und jetzt forschen. Gnuffi-Kunde 1. Expertise 100 Gnuffi. Ja, das kriegen wir hin. Ah, 150 wird schon wieder schwieriger. Yay! Die Gnuffi-Küche beginnt mit der Forschung zum Thema Gnuffi-Kunde 1. Ah, das dauert wohl noch ein bisschen. Das erste Monsterjäger-Camp. Fleisch, Eier und Milchprodukte? Gemüse sowie Getreide und Hülsenfrüchte. Okay. Platz für die Pfadfinderhütte. Okay. Einrichtung bauen. Ja. Der eine konnte doch, hatte irgendwie Pfadfinderfähigkeiten, habe ich gerade gesehen, so nebenbei. So. Talent zuweisen. Hier, der Pierre war es doch, genau. Sorgt mit Erfahrung in freier Wildbahn für zusätzliche Expertise bei den Pfadfindern. So, forschen. Powerwalking, mehr Schwung, die Laufgeschwindigkeit in freier Wildbahn. Oh, das will ich haben. Macht Spaß und ist lukrativ. Mehr Gulden beim Zertrümmern von Objekten. Midi-Lager, platzsparende Lagerung ermöglicht eine etwas höhere Lagerfähigkeit. Das finde ich gut, das nehmen wir. Was? Expertise und Forschung. Hä? Expertise mindestens 90 Gnuffis. Ach so. Wen kann ich denn da noch reinpacken? Hier, den Nier vielleicht? Oder die Shanti? Nehmen wir die Shanti, so.
Ich will Powerwalking. Was? Was fehlt denn? Talent mit Außendienst. Habe ich ein Talent mit Außendienst? Was ist Außendienst? Anscheinend habe ich sowas nicht. Och, Manu! Kann ich was anderes erforschen? Das können wir machen. Na gut. Dann forschen wir daran. So, das war da noch zugange. Jetzt haben wir hier Platz für den Dosenfischmarkt. Was auch immer. So, da forschen wir jetzt wenigstens so. Dann gehen wir jetzt wieder hier zurück. Oh, wie können wir die denn erweitern? Dafür brauchen wir 3000 Kronen. Okay, Schloss erweitern? Darf ich noch nicht. Na gut. Ja, zurück in den Thronsaal. Das heißt, ich brauche deutlich mehr Talente noch bei mir. Eieiei. So, was hast du denn zu sagen? Roland, du wolltest etwas mit mir bereden? Ja, aber vorher sollten wir die anderen herholen. Hunde. Und was hast du auf dem Herzen? Mach eine ziemlich ernste Miene, wenn du mich fragst. Dank der guten Zusammenarbeit aller konnten wir ein Schloss und diverse Einrichtungen erbauen. Minneapolis hat sich bereits gut entwickelt. Aber um es offen zu sagen, dieses Land hat kein Rückgrat. Was soll das denn bitte bedeuten? Dieses Land setzt sich aus vielen verschiedenen Völkern zusammen. Um alle diese Völker zusammenzuführen, brauchen wir ein gemeinsames Symbol. Ein Symbol? Nun, welche Werte vertritt unser Land? Was soll dieses Land beschützen und wohin soll es sich entwickeln? Um es genau zu sagen, was ist sein Ziel? Wir brauchen etwas, das dieses Ziel symbolisiert. Ein Symbol, unter dem sich das Land vereint. Solange wir das nicht haben, sind wir kein echtes Land. Das Symbol unseres Landes. Du bist der König und es obliegt dir zu entscheiden, wohin sich das Land entwickeln soll. Wie stellst du dir das Land deiner Träume vor? Das Land meiner Träume? Ich will ein Land, in dem alle glücklich sind und in Frieden leben können. Ich weiß, was du damit meinst, aber geht es nicht etwas konkreter? Ich hab's. Ein Land ohne Rivalität und ohne Krieg, das will ich. Verständlich, aber wenn du mich fragst, ziehen die wenigsten in den Krieg, weil sie es für eine lustige Freizeitbeschäftigung halten. So wie wir Luftpiraten Probleme mit dem Wurm haben, gibt es auf der Welt viele Völker, die wegen ihrer unterschiedlichen Denkweisen aneinander geraten. Das lässt sich kaum verhindern. Er hat recht. Bimo. Das ist aber genau, was ich möchte. Ein Land, in dem es diese Streitereien nicht gibt. Und das soll auch unser Symbol ausdrücken. Du scheinst fest überzeugt. Dann sollten wir uns zunächst mit dem Ausland genauer befassen. Ich kenne mich, was diese Welt betrifft, leider noch nicht besonders gut aus. No. Wenn ihr Infos braucht, kann ich euch Irmas Archiv in Goldorado empfehlen, Kinners. Dort gibt's bergeweise Aufzeichnungen zur Geschichte dieser Welt, in denen ihr nach Herzenslust schmökern könnt. Yes. Gute Idee, in den Archiven eines großen Landes findet man sicher also einiges heraus. Es kann nicht schaden, dort mal vorbeizuschauen. Nach Goldorado, also wir brauchen ein Symbol. Neue Einträge. Eine Freundin wollte mit mir eine Mutprobe machen und wir sind in die Todesgrotte gegangen. Seht ihr das da hinten im Bild? Hoffentlich ist das kein Geist, ich will nicht verflucht werden. Ach du schöne Scheiße, da sieht man ja echt was. Das ist nur Biolumineszenz, kein Geist. In dieser Grotte soll es schon immer gespukt haben. Eine Skizze aus einem Waldstück, das ich beim Spazierengehen entdeckt habe. Die Wurzeln scheinen fast ein Tor in eine andere Welt zu bilden. Was passiert wohl, wenn man durchgeht? Hättet ihr den Mut dazu? Eine wunderbare Szenerie. Das würde ich gern mal mit eigenen Augen sehen. Ich könnte ja versuchen, nicht widerstehen. Gibt's das auch als Posterdruck? Würde ich kaufen. Okay. Okay, gut. Nee, dann auf nach Goldorado, würde ich sagen, ne? Gar nicht lang hier. Na,
Goldorado, beim Shanghai. Da gibt's auch noch irgendeinen Teleportpunkt, den ich nicht entdeckt habe anscheinend. Beim Shanghai. Muss ich mal schauen, ob ich den mal finde bei Gelegenheit. So. Hier sind überall Ausrufezeichen. Was soll das heißen? Ach, guck mal, dich kenne ich doch. Du bist doch aus dem Schloss. Oh, Eure Hoheit, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Mizerike, was tust du hier? Im Schloss war ein ganz schönes Chaos, nicht wahr? Ich hatte mich in einem Wagen versteckt und bin hierher geflohen. So war das also. Schön, dass dir nichts passiert ist. Zum Glück habe ich hier eine Bleibe gefunden. In anderen Ländern ist vieles nicht vertraut, aber wie überall muss man arbeiten, um über die Runden zu kommen. Nee. Weißt du, ich habe ein neues Königreich errichtet. Wenn du willst, kannst du dort gerne leben. Hä? Wirklich? Ist das wirklich in Ordnung? Aber meine Arbeit. Hehe, Mizerike war mir so eine große Hilfe. Aber wenn extra ein König für sie hier auftaucht, nicht zu toppen. Wenn du nur deine letzte Aufgabe erledigen könntest, bevor du gehst. Ich hatte dich gebeten, das Bettzeug zu flicken. Erinnerst du dich? Hi. Ach ja, stimmt. Und ausgerechnet jetzt ist mir das Material ausgegangen. Ich bringe dir, was du brauchst. Das Angebot nehme ich gerne an. Ich brauche 4 Ballen lindgrüne Watte. Die habe ich gerade neulich ausgegeben, wenn ihr so freundlich wärt. Shit. Die habe ich, glaube ich, gerade aus. Ich brauche 4 Ballen lindgrüne Watte, bitte. Wenn ich das habe, kann ich mit euch gehen. Ah, doch, ich habe noch welche. Gott sei Dank. Mizerike, ich habe hier lindgrüne Watte für dich. Damit habe ich halt meinen Gnuffi aufgewertet. Zu gütig, dass ihr das extra für mich besorgt habt. Ich werde diesen Gefallen erwidern, wenn ich in eurem neuen Königreich bin. Also, ich werde sogleich das Bettzeug geflickt haben. Sehr schön. Sehr schön. Dank euch können meine Kunden weiterhin den gewohnten Schlafkomfort genießen. Danke für deine Hilfe, Mizerike. Hehehe, viel Glück in deinem neuen Leben. Hi. Danke, dass ich hier arbeiten durfte. Passen Sie gut auf sich auf. Ha! Sehr schön. Mizerike folgt jemand nach Minneapolis. Sehr schön. Aber hier sind noch mehr Ausrufezeichen. Ja gut, wir gehen jetzt erstmal in Richtung Hauptquest weiter. Okay, da. Ich will noch mal ein Ausrufezeichen hier noch. Komm. Welcher ist es denn? Das hier. Weißt du, Chi, wenn du eine Meisterin in Schneidern werden willst, reicht technisches Können allein nicht aus. Du musst mit jedem Nadelstich an den zukünftigen Träger denken und dem Werk eine persönliche Note verleihen. Hi. In Ordnung, Chi. Ich schreib's mir hinter die Ohren. Ich glaube, mich tritt ein Pudel. Du bist doch der berühmte König Even, oder? Ja, ich bin Even, aber berühmt? Nur keine falsche Bescheidenheit. Jeder weiß davon, wie du Goldorado gerettet hast. Du bist unser Held. Ada. Du kommst genau richtig. Was meinst du, Chi? Es wäre doch die perfekte Gelegenheit für dich. Du hast absolut recht, Chi. Es kann doch nur ein Zeichen des Schicksals sein. Nun, ich glaube, ich habe etwas den Faden verloren. Wovon sprecht ihr gerade? Oh, Verzeihung, ich bin Chi Zu, eine Schneiderin. Und das ist mein Lehrling Chihuahua. Okay. Eigentlich habe ich meine Lehre kürzlich abgeschlossen. Jetzt bin ich verzweifelt auf der Suche nach einer Stelle. Und genau jetzt tauchst du hier auf. Unser beider Schicksal muss miteinander verwoben sein. Du brauchst in eurem neuen Reich doch fähige Leute. Meine Spezialität ist das Nähen. Ich kann neue Kleider machen und jede Art von Loch flicken. Es wäre natürlich sehr nützlich für neue Rüstungen. Gut, ich würde mich freuen, wenn du uns hilfst. Du fackelst nicht lange, Even. Wie ein wahrer Held. Ich bin froh, dass mein Schützling in guten Händen ist. Tja, dann brauche ich nur einen Widmungszwirn von dir, Even. Ein Widmungszwirn? Es ist ein Brauch in Goldorado, dass Kleiderhändler von ihren Dienstherren einen Zwirn erhalten. Er steht für das Band zwischen den beiden und der symbolische Zwirn soll diese Treue verstärken. Das ist die offizielle Version und natürlich soll der Dienstherr so beweisen, dass er uns problemlos Material besorgen kann. Hihi. Ach so. Hi. Genau, ach und ganz nebenbei, ich mag grasgrünen Zwirn am liebsten. Ich glaube, sowas habe ich sogar. Alles klar, ich besorge den Zwirn und hole dich dann ab. Juhu, ich werde auf dich warten. Ich glaube, den habe ich sogar. Yay, ich warte hier so lange, bis du mit meinen grasgrünen Zwirn überreichen kannst.
Oh, habe ich doch keinen. Schade. Dann halt nicht. Und dann gehen wir mal hier jetzt zur Hauptquest. So. Hallo, Irma. Die erinnert mich ein bisschen an die Oma aus Chihiros Reise. Wie heißt die Tante noch gleich? Ich weiß es nicht mehr. Dieses Archiv darf nur betreten, wer einen Archivausweis besitzt. Nein, Ausweis bekommen von mir nur die, die ich für geeignet halte. Ah. Na dann, wir hätten gerne einen davon. Wir wollen etwas über die Geschichte der Welt erfahren und würden dazu gerne die hier gelagerten Schriften zu Rate ziehen. Was du nicht sagst, die Geschichte der Welt? Mit dem Wissen aus meinem Archiv? Verstehe. Wenigstens kommt ihr mir nicht mit einer dieser lächerlichen Ausreden. Gefällt mir. Hi. Bitte, Frau Irma, bitte gewähren Sie uns Zutritt zum Archiv. Herrschaftszeichen, wie viele von euch unverfrorenen Zeitgenossen gibt es denn noch? Obwohl, du siehst recht niedlich aus. Na schön. Wenn ihr mir drei Gefallen tut, will ich euch ausnahmsweise die Erlaubnis geben. Denkt darüber nach, ihr Lieben. Ich werde hier warten. Aha. Drei Gefallen für Irma. Ja, dann sag mir das doch, was du willst. Habt ihr es euch überlegt, ihr Süßen? Also, es gibt da drei Dinge, die ich unbedingt brauche. Und zwar als erstes eine Kaminrose. Eine wunderschöne, tiefrote und äußerst seltene Blume. Wundersamerweise wurde sie vor kurzem in dieser Gegend gesichtet. Naja. Kannst du die nicht selber pflücken gehen? Auf keinen Fall, ich bin schließlich die Direktorin des Archivs, ich kann hier nicht weg. Wo können wir diese Blume denn finden? Hoch oben auf einer Klippe, etwas nördlich von Goldorado. Zu Fuß dürfte sie schwer zu erreichen sein. Ich fürchte, da fehlen uns die Möglichkeiten. Momentchen, da fällt mir ein. Kennst du vielleicht den Zauber Brücke? Mit ihm macht man versteckte Wege sichtbar. Damit wird das ein Klacks für euch. Brücke kenne ich nicht. Was man nicht kennt, das kann man auch nicht näher erforschen. Na, ich will mal nicht so sein. Ausnahmsweise werde ich euch jemanden empfehlen, der sich damit auskennt. Dalmatina. Ah. Okay, Dalmatina, die berühmte Oracula. Wenn ihr sie als Talent für euer Land gewinnt, kann sie euch helfen, diesen Zauber zu erforschen und zu erlernen. Aber so eine ehrwürdige Oracula wird sicher nicht so einfach nach Minapolis übersiedeln, oder? Wenn du dich da mal nicht irrst. König Ivan ist schließlich bekannt wie ein bunter Hund, seit er Goldorado gerettet hat. Es gibt viele Leute, die bereit wären, dir in dein Land zu folgen, Junge. Yes. Wirklich? Dann lass uns gleich mal mit Dalmatina reden. Dalmatina, vergesst aber meine Kaminrose nicht, ja? Ja, das geht. Lasst mich nicht zu lange warten, ihr Lieben. Küsschen. Aha. Wo ist denn die Dalmatina? Hier irgendwo. Ah, da steht sie doch. Sieht gar nicht aus wie ein Dalmatiner. Oh, ist sie süß. Ich habe auf dich gewartet, Even. Irma hat mir schon einiges über dich erzählt. Was, du bist Dalmatina? Ich dachte, als Oracula wärst du bestimmt schon erwachsen. Bist du nicht selbst noch ein Kind? Naja, wenigstens bist du ehrlich. Im Gegensatz zu diesem Land hier, ich habe keine Lust mehr auf Goldorado. Die Mogelwuffel und so waren ein echter Schock für mich. Dabei hatte ich so einen großen Respekt vor Sixtinius. Aber er wurde von einer dunklen Magie beeinflusst. Ja, ich weiß, trotzdem bin ich seitdem nur noch deprimiert. Verstehe, Irma wollte dabei helfen, dass du mal auf andere Gedanken kommst. Wie wär's dann mit einem Tapetenwechsel? In Minapolis ist genug Platz für junge Talente. Du hast Sixtinius Betrügereien ans Licht gebracht. Du scheinst ein ehrlicher und aufrichtiger König zu sein. In deinem Königreich könnte ich sorgenfrei leben. Nun, dann. Genau, wenn du drei Plasmaskelette besiegst, folge ich dir in dein Königreich. Was jetzt? Wieso das plötzlich? Wir waren uns doch schon einig. Ich will mich nur vergewissern, dass Ivan jemand ist, der nicht betrügt und seine Versprechen hält. Unehrlichkeit kann ich nicht verzeihen.
Okay, Plasmaskelette. Da kann ich doch wieder nach draußen teleportieren, da waren doch einige. Na, so. Beim roten Tor, oder? Eieiei. Geht's hier raus? Ja, da geht's raus. So, da waren noch direkt vom Tor noch Plasmaskelette. Natürlich jetzt nicht. Ist die Frage, ob in den anderen Teams da auch Plasmaskelette vielleicht bei sind. Gucken wir mal. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Hier waren doch überall Plasmaskelette. Wo sind die hin? So ein Mist. Auch nicht. Ico. Wenn man sie nicht natürlich gerade braucht. Das ist natürlich doof. Naja, wenn man sie gerade braucht, sind sie nicht da. Bei dem Lava-Ding da vielleicht? Ich meine, da oben war... Ist da ein Plasmaskelett? Nee, doch, da hinten ist eins. Das Skelett, nicht die Fee! Bitte, bitte, bitte. Ah, immerhin zwei davon dabei. So. Wer lebt denn da noch? Ach, was ist das denn? Oh Gott, was ist das? Was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. So, einmal? Ach, die haben sich jetzt zusammengetan, oder was? So, das müssten jetzt... Ja, zwei habe ich jetzt. So, vielleicht ist bei dem Lava-Ding einer dabei? Na? Natürlich nicht. Wenn man sie mal braucht, die blöden Viecher. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach wieder in die Stadt und wieder raus. Ach, guck mal, da ist doch eins. Wo kam denn das jetzt her?
Das nehmen wir uns doch direkt vor. Sehr schön. Ja, das sind auch gleich drei in einer Truppe. So, reicht doch. Mist. So. Na also, haben wir's doch. Na, na, so. Dann holen wir die Dame doch zu uns. So, wo war sie jetzt? Da. Nee. Wir haben sie, wie versprochen, erledigt. Echt, wir würden nicht lügen. Hihi, die Sterne haben vorausgesagt, dass ihr euer Versprechen halten werdet. Du hast deine Ehrlichkeit bewiesen. Ich werde wie versprochen in dein Königreich kommen. Das ist toll. Vielen Dank, Dalmatina. Yay! Sehr gut. Du möchtest Brücke meistern, oder? Der Zauber ist aber nicht einfach und benötigt etwas Vorbereitung. Wie wäre es, wenn du für unsere Magieforschung arbeitest? Wir haben ein großes und gut ausgestattetes Labor. Oh, das sollte kein Problem sein. Mit der richtigen Ausstattung kann ich den Zauber schnell vorbereiten. Schick, gehen wir schnell nach Minneapolis. Unter Königreich ausbauen kannst du die Erforschung von Brücke in Auftrag geben. Yay! So, ich würde jetzt gerne nochmal zu einem Ausrufezeichen. Da hinten war noch was, genau da. Einen Schmied können wir doch auch noch brauchen. Dass wir da vielleicht nochmal gucken. Wer ist es denn? Du? Nein. Du? Ja. Ja. Wenn du Waffen willst, sprich mit dem Chef. Ich bin nur der Azubi. No. Na, 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 Bolein. Wie wär's, wenn du langsam auch mal Waffen herstellst? Du stellst Waffen her? Super. Ich bin noch in der Ausbildung. Eigentlich war ich bei meiner Großmutter in der Lehre. Sie war unter Monsterjägern eine hoch angesehene Waffenschmiede und ein toller Meister, aber leider ist sie vor kurzem verstorben. Ich hatte keine Lust, mir einen anderen Meister zu suchen. Da hat mir der Chef hier weitergeholfen. Ach so, verstehe. Deine Großmutter würde sicher wollen, dass du ein guter Schmied wirst. Willst du dich nicht in meinem Königreich beweisen? Oh, das klingt doch hervorragend. Warum gehst du nicht mit diesem jungen Bolein? Kann ich machen, aber ich habe eine Bitte, bevor ich in dein Königreich übersiedle. Die Waffen meiner Großmutter haben so manches Ungetüm über den Jordan geschickt. Aber ein ganz bestimmtes Monster konnte nie jemand bezwingen, obwohl sie das besonders verabscheute. Vor meiner Abreise will ich ihr noch ihre ewige Ruhe gönnen. Ihr seid doch gute Kämpfer. Würdet ihr das Monster für mich töten? Das kannst du getrost uns überlassen. Vielen, vielen Dank. Und zwar handelt es sich um ein Brodelmagma. Es hält sich im Umkreis dieses Landes auf. Okay. Na, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir gehen jetzt in unser Land zurück. Wobei, hier war doch noch ein Ausrufezeichen da. Ja, gut, das nehmen wir auch nochmal mit. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir die regelmäßig machen, sonst kriegen wir ja unser Land nicht anständig ausgebaut. Domo. Verzeihung, ich hätte eine Frage. Kennt ihr den Krieger Birkenstolz? Birkenstolz, das ist ja mal ein Name. Hör ich nun leider zum ersten Mal. Wie sieht's denn der aus? Oh no. Er soll edel und stämmig und sein Haar soll hell wie das Holz einer Birke sein. Seine Ohren haben die Form von Birkenblättern. No. Das heißt also, ein blaublütiger Blonder mit spitzen Lauschern. Könntest glatt du sein, Even? Hä? Hä? Ich? Oh. Du bist ja viel jünger, als ich dachte, aber du hast alle Eigenschaften aus den Geschichten, die man so hört. Aber ich wurde noch nie Birkenstolz genannt. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Oh, Krieger Birkenstolz, ich flehe euch an, ihr müsst uns retten. Aber ich glaube, das ist was Ernstes, Even. Vielleicht sollten wir uns das doch mal anhören. Ja, du hast recht. Hab Dank. Mein Name ist Laika. Ich komme aus einer Siedlung am Stadtrand. In der Nähe meiner Heimat hat sich ein furchtbares Ungetüm eingenistet.
Fast alle Erwachsenen leben und arbeiten auswärts und die Kinder und Alten sind dieser Gefahr nicht gewachsen. Ich bin aufgebrochen, um den Helden dieses Landes in unserer aller Namen um Hilfe zu ersuchen. Ich bitte euch, helft uns. Even, das sollten wir machen. Was sollen wir machen? Bis wir diesen Birkendings gefunden haben, ist vielleicht schon zu spät. Das stimmt wohl. Also gut, wir nehmen das selbst in die Hand. Oh, hab tausend Dank. Das Monster zieht sich nach jedem Raubzug an einen stillen Ort zurück. Im Moment befindet es sich vermutlich in der Schlummerhöhle nahe der Melanzani-Ebene. Das ist ja direkt beim Schloss. Yes. Alles klar, wartet hier auf uns, Laika. Wir machen uns sofort auf den Weg. Okay. Wir machen uns jetzt vor allem auf den Weg nach Hause. So, kann ich mich jetzt in mein Land teleportieren? Ich hoffe doch. Minneapolis? Schloss Minneapolis. Abgeschlossene Forschung vorhanden. Ne, das ist doch schön. Aber wir machen jetzt erstmal noch schnell. Jetzt habe ich so getrödelt hier. Es ist schon wieder die Zeit so fortgeschritten. So. Das will ich aber wenigstens noch machen. So. Erstmal die Königskasse wieder ausplündern. So. Und jetzt müssen wir Magie. Magielabor. Talent zuweisen. Dalmatina. Forschen. Magieleitfaden. Lerne grundlegende Zauber. Okay. Okay, das dauert jetzt noch ein bisschen, wie es ausschaut. Das heißt, wir machen uns jetzt... Oh, wir haben hier noch... Wir haben Gnuffis erforscht. Das Thema Gnuffikunde 1 wurde vollständig erforscht. Sehr schön. Können wir auch Gnuffikunde 2 machen? Nee, da brauchen wir noch ein Talent. Die Miezerike kann noch ein bisschen Gnuffi, oder? Ja, guck mal. So, dann können die gleich Gnuffikunde 2 noch machen. So. Nee, dann sage ich, wir warten jetzt hier. Das dauert noch eine ganze Weile, ehe wir weitermachen können. In der Zeit werde ich, keine Ahnung, ein bisschen Items sammeln, ein bisschen für die Quests Items sammeln. Genau, wir brauchen ja noch diesen grünen Zwirn. Vielleicht mal schauen. Oder ich warte einfach. Wir werden sehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann haben wir Brücke gelernt und können dann diese Blume pflücken, hoffentlich. Dass wir uns mal in diesem Archiv umschauen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich hoffe, ihr lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao, ciao.